Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Jo, von meinem lieben Kumpel, dem Nino Macchia, Grüße gehen raus, hab mich wieder ein Paket erreicht mit ein paar tollen Messern vom Nino. Wer also auf taktikcoole Messer steht, der sollte dranbleiben, denn da hat Nino mal wieder in die Trickkiste gegriffen und hat hier wirklich was Tolles hervorgezaubert. Anders kann man das eigentlich nicht sagen. Er ist ja dafür auch bekannt, Messer zu bauen, die eben nicht so, ja, wie soll ich das sagen, allgemein von der Stange sind. Ja, das sind halt Messer. Auf sowas muss man tatsächlich wirklich stehen. Ich stehe absolut darauf. Sonst hätte ich mir auch vom Nino nicht schon zwei Messer mittlerweile fertigen lassen. Und aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, kommen wir direkt zum Eingemachten. Denn die Messer sind wirklich toll, die er mir hier geschickt hat. Womit fangen wir an? Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Karambit. Der Nino hat sich mal an einen Karambit gewagt. Nämlich dieses schöne Teil hier mit einer tollen Kydex-Scheide. Ich weiß jetzt, bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das das erste Karambit ist, das er so endgefertigt hat. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine aber fast ja. Zumindest mal in der Form, wie dieses Messer hier ist. Also, wie gesagt, wir haben hier eine ganz normale Kydex für das Karambit. Toll gefertigt, sehr hochwertig mit einem Techlock dran. Und dann zeige ich euch mal das schöne Teil. Und das ist das fertige Endprodukt. Ein absolut tolles Karambit, wie ich finde. Das sieht wirklich richtig, 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 richtig cool aus und liegt auch sehr, sehr gut in der Hand. Ja, seine Messermarke Legion 14 Amorum. Ihr seht, man kann hier in Vorgriff gehen und hier oben haben wir diese Bearbeitung des Rückens. Kriege ich das hier auch scharf? Ja. Und das liegt halt hier, wenn man hier so in Vorgriff geht, wirklich super in der Hand. Wie nennt man das? Diese Waben- oder Hammerschlagform, wie auch immer, hat wirklich auch so ein bisschen die Funktion eines Chimpings. Also man hat hier schon Grip drauf, also definitiv, ja, zum Arbeiten. Und mit so einem Messer kann man tatsächlich auch arbeiten. Ursprünglich, soweit wie ich mich mal informiert habe, waren diese Karambitmesser auch mal zur Arbeit im Feld oder so gedacht, für irgendwelche Pflanzen oder Ähnliches zu ernten. Und dann irgendwann hat man auch entdeckt, dass diese durchaus als Kampfmesser sehr tauglich sind. Ja. Und tolle Verarbeitung. Hier haben wir auch wieder gehärtete, bunt gehärtete Titanschrauben. Eine tolle Griffschalen was ist das, in so einem Art Tarnmuster hier aus, ich glaube, das ist Micarta. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das Micarta oder G10 ist. Könnte auch G10 sein. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber gut, egal an der Stelle. Das Material ist vom Gefühl her so ein bisschen anders, aber von der Stabilität, Widerstandsfähigkeit sind da beide relativ gleich. Aber ganz toll. Ein wunderbares Messer. Liegt wirklich auch mit meinen größeren Händen top in der Hand. Und hier im Vorgriff, Wahnsinn. Wie dafür gemacht. Und Rasiermesser scharf. Genau, das ist das Karambit-Messer von Nino, das er mir da mitgeschickt hat. Und ich habe auch ein paar technische Daten dazu. Das Karambit-Knife hier ist aus dem Stahl gefertigt, Neolux Plus. Das ist also nochmal die etwas verbesserte Variante des sowieso schon sehr guten Neolux-Stahls. Die Klingenlänge beträgt 11,5 cm und das Messer hat ein saftiges Gewicht von 252 Gramm. Damit man auch was Ordentliches in der Hand hat. Also wir haben hier auch, ne, eine ordentliche Stärke von
Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Moment. Wir haben hier tatsächlich satte. Sehe ich das jetzt richtig hier? Der Nino-Daten, die vollen gelangt. Das sind. Oh, wartet mal, ich bin. Ich habe hier leider nur das Bandenmaß. Ja, es sind 6 mm. 6 mm Stärke bei diesem Messerchen. Ja, das ist also unkaputtbar und definitiv kann man damit einiges ernten. Jawohl, das wäre das Messer Nummer 1 vom Nino. Dann haben wir, wo machen wir weiter? Und zwar das Lupo 6. Genau, das Lupo 6. Und hier halte ich euch das mal gerade in die Kamera mit diversem Zubehör dazu. Aber bevor wir zum Messer kommen, würde ich sagen, ich ziehe das Messer mal hier raus und nehme mal nur die Scheide, denn die ist auch schon ja was Besonderes. Also wir haben auch hier eine olivgrüne Kydex-Scheide, wir haben hier noch eine Tasche mit drauf. Jetzt muss ich mal gucken, eine Tasche mit drauf, die ist, glaube ich, warte mal, ich guck mal, dass ich da was finde. Und das ist von, ja, von Branded, genau. Also eine Branded-Scheide, die damit draufgesetzt wurde, sehr aus stabilem Cordura, würde ich sagen, oder so Leinenmaterial jedenfalls, sehr stark, sehr robust, also es hält was aus. Da hat Branded wirklich eine tolle Scheide, oder Tasche besser gesagt, eine Aufsetztasche dafür gefertigt. Da könnt ihr dann zum Beispiel noch ein extra Messer oder ja, Survival-Zeug oder was auch immer zum Jagen, zum Fischen, wie auch immer, noch dazu tun. Dann haben wir hier noch einen Keramikstab zum Schärfen des Messers, wenn man es benötigt. Ja, sorry, die ist so groß. Ich kann die fast nicht besser in die Kamera halten. Dann haben wir hier noch eine Taschenlampe. Hier haben wir noch die Taschenlampe dazu. Das ist eine Olight i5T. Und die hat er dann extra mit so einer, ja, mit, das ist auch aus Kydex, hat er extra dazu gefertigt, damit man die, das Lämpchen hier dran machen kann. Also tatsächlich nicht die schlechteste Idee. Ich persönlich hätte mir das vielleicht eine Nummer kleiner dann vorgestellt für eine i3T. Die wäre da für mich wahrscheinlich praktischer, weil einfach auch ein bisschen Gewicht und Platz eingespart wird. Das hier ist extra so ein Band, das hier so eine Gummiauflage hat. Das ist also hier für ans Bein zu machen. Und durch dieses Gummi hält das natürlich dann auch viel besser am Bein. Also da muss ich den Nino mal fragen, was das genau ist, ob das extra dafür ist oder wo man sowas kaufen kann. Finde ich tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee. Mit diesem Gummi hier drauf. Das merkt man auch, dass das richtig Grip gibt. Das natürlich auch hier innen, ja. Und ansonsten ist die Scheide so ein Hybrid mit einem Dengler dran, aus Leder noch und hier noch mit so einem Clip dran, den man dann entfernen kann bei Bedarf, das ganze Messer abnehmen kann, damit man es vielleicht nicht den ganzen Gürtel da muss abmachen, um das Messer dann mal anderweitig zu benutzen oder einfach mal auf Seite zu legen. Also Wahnsinn, ganz toll. Hier vorne haben wir dann eine, ja, quasi dann einen Wasserauslauf. Sehr, sehr groß. Da bleibt also keine Wasserrückstände zurück. Und vor allen Dingen kann auch durch normale Feuchtigkeit, die auch gerne dann mal sich in solchen Scheiden festsetzt, wenn die komplett zu sind, kann hier einfach die Luft besser zirkulieren und auch dann dadurch weniger Chancen, dass die Klinge Flugrost ansetzt. Und hier haben wir dann, ja, ist noch ein bisschen geölt, dementsprechend auch so ein bisschen versaut. Hier haben wir dann das Lupo 6 Messer. Ja, wie ihr seht, auch hier, das ist so ein bisschen, ja, auch Combat Style. Aber auch, also wir haben hier tatsächlich 24 Zentimeter. Haben wir 24 Zentimeter? Genau, wir haben eine 24 Zentimeter lange Klinge. Die hat durchaus auch Gewicht. Damit kann man sicherlich auch den einen oder anderen Ast ordentlich abkloppen damit. Also so quasi so wie eine Machete benutzen, wie eine kleine Machete. Und hier auch der Klingenrücken, der ist nicht
ganz scharf geschliffen, ja, aber ja, oder doch, ich würde schon sagen, dass der relativ scharf geschliffen ist. Also hier mit dem Klingenrücken, dann könnte man dann auch, also mit dieser Switch, die ungefähr bis in die Hälfte der Klinge, ein bisschen mehr wie in die Hälfte der Klinge gezogen ist, die ist also scharf. Das Messer kann man dadurch halt auch zum Abnicken verwenden, besser verwenden oder eben auch den Klingenrücken verwenden, um Hackarbeiten zu machen, wenn man die Hauptklinge halt einfach schonen möchte. Weil auch einfach der Winkel hier natürlich ein bisschen steiler angesetzt ist, ist das natürlich zum normalen Schneiden jetzt eher weniger gedacht. Oder optimal, jedenfalls dann eher hacken damit, ja. Dann haben wir noch hier ein Serrations haben wir hier noch dran, das Logo Legion 14 Amorum. Die Serrations sind noch hier dran, was jetzt für mich persönlich, ich bin jetzt nicht so der Serrations-Typ, aber ja, da kann man schon was damit anfangen, wenn es sein muss. Ja. Hier haben wir ein Chimping, das ist schön alles, sag ich mal, das taugt was, aber es ist auch jetzt nicht so scharfkantig, dass es irgendwie unangenehm ist. Das Messer liegt wie immer, wie die ganzen Ninomakia-Messer, optimal in der Hand. Der Griff ist hier wieder auch mit diesen, ich glaube, es ist G10, mit diesen G10-Griffschalen, mit diesem, ja, Oliv, Schwarz, was sind das? Gräulichen Muster hier, das nach einem Tarnmuster, Jungle Knife erinnert fast. Und den bunt gehärteten Titan-Schrauben wieder, Verschraubungen. Das liebe ich ja ganz besonders. Wahnsinn. Liegt toll in der Hand. Geiles Messer. Ja, hier haben wir bei diesem Lupo 6.0 haben wir, wie gesagt, eine Klingenlänge von 24 cm. Wir haben K720 Stahl, 518 Stattliche 518 Gramm und auch hier gucke ich mal kurz auf die Klingenstärke. Jawohl, das sind amtliche 6 mm auch. Also ein Messer für die Ewigkeit sozusagen. Das steckt was weg. Ja, Wahnsinn, ganz toll. Hier hinten haben wir noch einen kleinen Hammer irgendwie dran, mit dem man dann auch zukloppen kann, was auch immer. Da dürft ihr eurer Fantasie freien Spielraum lassen. Und ja, tolles Teil, ja. Tolles Teil. So, dann machen wir das nochmal weg. Und dann kommen wir, das habe ich mir extra bis zum Schluss aufgehoben, weil es mir persönlich am besten gefällt. Der Nino sagt auch dazu tatsächlich, dass es ein Combat Knife sein soll. Und warte, ich hole jetzt erst einmal das Messer hier raus schon mal und halt auch hier noch mal einfach die Scheide in die Kamera. Hier haben wir auch wieder eine olivgrüne Kydex, wieder mit einer Branded-Tasche als Aufsatz. Hier haben wir noch ein Multitool drin, das ist glaube ich ein Leatherman, genau. Leatherman, aber wie gesagt, das ist jetzt auch nur als Beispiel, da könnt ihr alles Mögliche reintun. Dann haben wir hier einen Feuerstahl. Ich weiß allerdings nicht von welcher Marke. Hier auch extra eine Kydex-Vorrichtung dafür dran. Und hier auf der anderen Seite, wo ich es eben schon erwähnt habe, das ist jetzt für mich tatsächlich die etwas bessere Lösung. Das ist hier ein Aufsatz für eine Olight i3T, die hier perfekt reinpasst. Und ja, das ist jetzt schon dann tatsächlich so nach meinem Geschmack die Scheide. Auch hier haben wir vorne dieses, haben wir hier die Drainage, das Drainageloch größer ausgeführt. Für mich tatsächlich die bessere Variante von den Drainagelöchern. Ja, Drainagelöchern. Und hier haben wir wieder auch so eine Hybridscheide mit Leder. Allerdings hätte ich mir hier auch so einen Dengler besser vorstellen können mit einem Clip, den man abnehmen kann. Wäre jetzt für mich hier tatsächlich auch die bessere Variante gewesen, aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Ja, natürlich ist das hier auch wieder top verarbeitet, wunderbar, fühlt sich auch alles sehr wertig an. Ganz, ganz großes Kino vom Nino wieder mal. Jetzt zum Messer. Und bevor ich da gleich noch mal gucke, ich da ja genau, okay. Und hier haben wir das
Nino Maclia Combat Knife, ebenfalls mit diesen tollen Griffschalen, den bunt genieteten Titanschrauben. Und ja, man sieht, das Messer war auch schon im Gebrauch. Ja, hier ist die sogenannte Schmiedehaut. Sieht man die Oberfläche, die ist hier schon benutzt. Hier auch ein bisschen, ja. Und hier hinten haben wir dann halt auch, ja, ist halt ein Combat Knife, ja. So nennt er das halt auch. Dementsprechend haben wir hier hinten auch so einen Dorn. Oder sieht fast aus wie so eine Kralle, mit der man einiges anrichten kann. Ja. Das Messer liegt von allen, die ich bis jetzt in der Hand hatte, heute, liegt das hier am besten in der Hand. Eine wirklich ganz tolle Griffgeometrie, auch im Vorgriff. Wahnsinnig toll. Also eigentlich, das Messer ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Für mich, ich meine, ja, es wird jetzt unter Combat Knife geführt, aber das könnte ich mir jetzt auch wirklich sehr, sehr gut als Outdoor Knife vorstellen. Ja, weil das ist wirklich wie gemacht auch dafür, ja. Beziehungsweise natürlich kann man es auch Outdoor verwenden, gar keine Frage, ne? Auch wenn die Optik sehr aggressiv ist, aber das mag ich ja auch ein bisschen. Kann man sie doch sehr zivil benutzen, logischerweise. Ja, wahnsinnig, wahnsinnig tolles Messer. Finde ich richtig geil, muss ich echt sagen. Vor allem, wie das in der Hand liegt. Ich mag das. Man will es gar nicht mehr aus der Hand legen eigentlich. Ja, und hier haben wir tatsächlich die Daten des Combat Knife. Wir haben hier einen O1 Stahl. Eine 20, ziemlich genau 20 cm lange Klinge. Und ein Gewicht, ein stattliches Gewicht auch von 493 Gramm. Und die Klinge ist auch 6 mm stark. Ich muss es wieder in die Hand nehmen. Es ist einfach, das ist auch irgendwie ein Handschmeichler, muss ich sagen. Das hat man gern in der Hand. Mit so einem Messer arbeitet man auch einfach gern. Ich mag das Teil. Mag ich wirklich. Ja, hier haben wir nochmal das Logo. Ja, wie man sieht. Auch schon, ja, das sieht das nicht apokalyptisch aus, ja? Man hätte das auch, keine Ahnung, Apokalyptik nennen können oder so. Oder Apokalypse. So irgendwie. Ja, das ist schon ein tolles Messer. Also das hat mich von diesen Messern hier, die er mir zugeschickt hat, am meisten beeindruckt. Ja, das wollte ich euch mehr oder weniger kurz in die Kamera halten, einfach mal um zu zeigen. Der Nino ist immer noch höchst aktiv, macht hier wirklich tolle, tolle Messer. Wer Interesse hat, sich vom Nino mal was bauen zu lassen, auch natürlich, ich habe ja einige Messer jetzt schon vorgestellt vom Nino. Er macht auch kleinere Messer gerne auf Bestellung. Dann kann man einfach mit ihm reden. Wer den Kontakt zum Nino sucht, ich werde euch einige, unter anderem auch seinen YouTube-Kanal hier unten in die Videobeschreibung packen. Und auch seinen Instagram-Kanal, da könnt ihr ihn einfach direkt anschreiben oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail und ich stelle dann für euch den Kontakt her. Ist auch gar kein Problem. Und ja, nette Kunden sind immer gern gesehen beim Nino und der baut euch das so, wie ihr euch das vorstellt, mit seinem ganz besonderen eigenen Touch. Und ich habe ja, wie gesagt, schon zwei Messer und bin sehr, sehr zufrieden damit. Und ja, mit dem Messer hier, da muss ich tatsächlich echt überlegen, ob mich das wieder verlassen soll, weil ich finde es einfach granatenstark, das Messer. Aber mal schauen. Na, man hat ja so eine volle Liste, man weiß gar nicht, es ist schlimm. Das Hobby ist schlimm, ich sag's euch. Das Hobby ist schlimm. Aber was willst du machen? Okay, Leute, ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die Messer vom Nino Maclia, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei mir oder unter den Links beim Nino selbst. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, einen schönen Beginn der neuen Woche. Bleibt gesund und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von dem Messer. Und über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich freuen. Also bleibt gesund, Leute, bis bald und ciao.